Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Sie wissen es bestimmt schon, ich beschäftige mich ein bisschen mit Astrologie. Nicht, dass ich irgendetwas verstehen würde, aber es fasziniert mich einfach, diese ganze Wissenschaft dahinter. Und ich habe schon die große Freude und Ehre gehabt, dass die Frau Silke Schäfer, die Profi-Astrologin, schon bei uns im Studio war. Und sie ist heute wieder da. Ganz herzlich willkommen, liebe Silke. Schön, dass du da bist. Hallo Alexander, danke für die Einladung. Das ist mir eine Ehre und Freude. Und ich möchte gerne noch viel, viel mehr Sendungen machen über dieses Thema. Es ist für mich so ein bisschen mystisch und nicht fassbar. Aber ich habe mich weiter beschäftigt, und zwar habe ich dein Buch gelesen, und zwar Raus aus der Angst. Ich finde, das ist ein sehr zeitgemäßes Thema, weil viele Menschen gerade wirklich tiefe Ängste in sich haben. Und ich habe festgestellt, dass jeder, der ein anderes Sternzeichen hat, einen anderen Ausdruck von Angst hat. Ich habe im Buch gelesen, da steht zum Beispiel bei mir wieder, Wassermann, 11. Haus, die Angst nicht dazugehören. Stimmt das? Oder verstehe ich da wieder was falsch? Ich bin zwar Wassermann im Saturn im 3. Haus, und 3. Haus wäre hier oben, die Angst nicht verstanden zu werden. Nur das 3. Haus steht wieder zum Zwilling. Also du siehst, ich bin verwirrt. Fangen wir bei Adam und Eva an. Ja, gerne. Wenn wir über das Thema Angst sprechen, du hast recht, das ist hochaktuell. Ja, das ist jetzt im Moment quasi das engste Korsett, was uns angelegt wird, weil wir natürlich nicht wissen, wohin geht es und woher kommen wir und warum das Ganze. Die Formen, die ich jetzt beschrieben habe, zum Beispiel in dem Buch, da geht es um die 12 Grundformen der Angst. Es gibt ja viele Bücher über Angst. Mhm. Und diese 12 Grundformen haben einen Ausdruck, oder finden einen Ausdruck darin, in dem Moment, wenn Saturn, wir hatten schon mal drüber gesprochen, wenn Saturn im Feld ist und die Grenze uns zeigt. Das ist immer ganz spannend bei Saturn. Das ist immer die Grenze bei den Planeten zwischen den inneren Welten oder der inneren Welt und der äußeren Welt. Saturn ist auch der, den wir mit bloßem Auge noch sehen können am Himmel. Und die Planeten, die danach kommen, sind die sogenannten Trans-Saturnier. Die können wir nur noch mit Teleskopen sehen. Das heißt, Saturn zeigt immer die Grenze. Ja, bis wohin kann ich gehen und was danach kommt, keine Ahnung. Und je nach Geburtsmoment steht der Saturn ganz individuell in einem Haus bei einem Menschen und in einem Zeichen. Und bei dir befindet er sich jetzt im Haus 3. Und das Haus 3 ist das Haus der Kommunikation. Und von dem Gesamtkontext sehen wir das Haus 3 mit Saturn im Haus 3 als eine Grundform der Angst, nicht verstanden zu werden, als Lebensaufgabe, diese Angstform in seiner ganzen Grenze, die immer wieder gesetzt wird, lernen, damit umzugehen, zu überwinden und das Thema in die Meisterschaft zu führen. Und so sehen wir die größte Angst. Ja, beinhaltet gleichzeitig das größte Potenzial für unsere Meisteraufgabe. Und die Meisteraufgabe im Haus 3, wie bei dir jetzt, geht wirklich in Richtung perfekte Kommunikation pflegen, aber die Angst davor zu überwinden. Mhm. Schon verrückt, hä? Braucht schon viel Mut, hier immer ständig vor als Moderator im Fernsehen zu sitzen. Die hatte ich jahrelang abgegeben an meine Kollegen. Ja, richtig läuft es erst, wo ich das selber mache. Also ich musste da wirklich über meinen Schatten springen, und das stimmt einfach voll. Ja, als Kommunikation im 3. Haus, ich führe einen Fernsehsender. Es ist einfach nur faszinierend. Aber lass uns da mal vielleicht noch in die Tiefe gehen und vielleicht noch andere Menschen anschauen. Ja, darf ich ganz kurz sagen, du sagst was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist so der Klassiker. Eben, ich drücke mich mal davor, ich lasse das andere machen. Mhm. Und nur dieser Hinweis, wenn wir sehen im eigenen persönlichen, individuellen Horoskop, wo steht der Saturn in meinem persönlichen Horoskop, gibt so viel Hinweise schon zu sagen, aha, da sollte ich mich mal nicht mehr drücken, ja, weil irgendetwas in mir zeigt mir immer eine Grenze. Und das ist eben die Angst, ja. Erfahrungen gemacht zu haben, wie beispielsweise in deinem Fall, dass du als Wassermanngeborene zwischendurch mal einfach etwas sagst, was dir so in den Sinn kommt und das nicht verstanden wird von den anderen, weil du in deinen Gedanken, Wassermann, sehr, sehr weiträumig schauen kannst, sehen kannst, Dinge verstehen kannst, die vielleicht, ich sag jetzt mal so, ein Durchschnittsbürger nicht gleich nachvollziehen kann. Und das sind so auch die Kinder und Jugendlichen, auch vor allem der neuen Zeit, die einfach Dinge
sagen, benennen, aussprechen, die mit anderen Dimensionen zum Beispiel zu tun haben oder vielleicht sind sie auch sehr sensitiv und sehen Energien und sprechen darüber und die anderen, also die Erwachsenen, verstehen das nicht. Und dann wird man sehr schnell konditioniert im Sinne von, glaube ich dir nicht, kann nicht sein, halte mal den Mund. Ja, all diese Einschränkungen und das ist dann die Angstform, die dann sehr bedient wird seitens der Eltern und das Kind macht zu. Und deswegen gibt man das gerne den anderen ab. Mach du mal, aber irgendwas in dir drin weiß, ich muss es selber in die Hand nehmen. Und wenn du das machst, wie du es gesagt hast, du fasst es selber an, ja, du gehst jetzt in die eigene, diesen Weg der Meisterschaft selbst, dann fängt es an zu fließen. Nur dadurch, wenn wir hindurchgehen durch diese Prägungen, ja, können wir es auch wirklich anfangen zu formen. Ansonsten hat die Angst dich im Griff. Und das ist, denke ich, auch einer der großen Lernschritte jetzt, dass wir mit der jetzigen Zeit uns nicht im Griff haben lassen sollten von diesen Ängsten, vor allem auch von den Kollektiven. Aber das ist noch ein anderes großes Thema. Ich dachte jetzt, das sei ganz einfach, die kommende Sendung. Wenn ich jetzt da einfach zum Beispiel mal schaue, eine Jungfrau anschaue, die im sechsten Haus eine Angst hat. Aber das geht doch gar nicht einfach so. Ich müsste ja wissen, wo hat sie denn wirklich das, die Jungfrau, wo hat sie wirklich im Haus aus Sicht des Saturns? Da müssten wir doch jetzt über ein Programm schauen, welche Uhrzeit sie geboren ist, bevor wir wissen, welches Haus es ist und können erst dann die Zuordnung machen, oder? Ja, ist ganz einfach. Wir können ja mal den Tierkreis abfahren. Ja, okay. Der Tierkreis fängt an mit dem Zeichen Widder und im Horoskop haben wir die Häuser 1, 2, 3, 4, 5 bis Haus 12. Das heißt, wir haben 12 Tierkreiszeichen und wir haben 12 Häuser. Und je nachdem, wann ich mich geboren habe, ja, steht das Horoskop für einen Moment, ich sage immer, es ist wie eine Polaroid-Aufnahme, ja, ist ein Moment des Kosmos, wie jetzt gerade die Konstellationen sich gestanden haben in dem Moment. Und dann können wir die Position vom Saturn sehen. Sehen wir natürlich nur über das Geburtsdatum und die Uhrzeit und den Ort. Also diese drei Koordinaten brauchen wir immer. So, und wenn wir jetzt sehen, jemand hat mit Saturn zum Beispiel im Zeichen Widder, das sind nicht alle. Das sind immer gewisse Jahrgänge, die dauern immer 2,5 Jahre. Weil so lange braucht Saturn für ein Zeichen. Nochmal 2,5 Jahre für das Zeichen Stier, 2,5 Jahre für das Zeichen Zwilling und so weiter. Und wenn wir das wissen, das ist ja immer ein Zyklus, gell? Jetzt im Moment, im 2021, befindet sich Saturn zum Beispiel im Zeichen Wassermann und im 2022 ebenfalls. Heißt das, wir sind im Wassermann-Zeitalter? Weil das hat auch wieder was anderes. Nein, ist wieder was anderes. Aber wir sind, es sind Wassermann-Energien jetzt im Moment da, wo es darum geht, um die Gemeinschaft. Ja, wie können wir uns neu organisieren? Also der Reise des Bewusstseins hat einen sogenannten Ablauf und das fängt immer an mit der Energie vom Zeichen Widder. Und Saturn jetzt im Zeichen Widder, wenn es jemand hat, auch von den Zuschauern, Saturn im Zeichen Widder ist eine Angstgrundform der eigenen Handlungsunfähigkeit. Widder will handeln. Ja, Widder ist die Energie des kosmischen Feuers, sage ich mal. Wir kennen das vom Frühlingsanfang. Da geht's wieder los, da brechen die Knospen auf. Aber es ist ein kosmischer Impuls, Feuer. Widder ist Feuerenergie. Und wenn diese Feuerenergie, die auch mit der Bewegung zu tun hat, das wird des kleinen Kindes, ja, gerade wenn wir neu auf der Erde ankommen und unseren Körper anfangen, überhaupt zu studieren, zu bewegen. Wir sind ja erst noch total abhängig von den Eltern. Wir werden ja getragen, wir werden gefüttert. Ja. Aber dann kommt eben diese Freude, in die Bewegung zu gehen. Das ist Widder. Die Freude selber zu machen. Und wenn ich aber Saturn im Zeichen Widder habe, ja, dann kann diese Freude des natürlichen Bewegungsdrangs gebremst werden. Wie das stattfindet, das müssen wir dann individuell anschauen. Aber dass dort eine Aufgabe mit verbunden ist, ja, und dieses Bewegende, ja, das selber Machende, das in eine Perfektion zu führen, dazu kann man zum Beispiel Spitzensportler, könnte man dann werden, ja, in der Übertreibung sozusagen. Aber das ist jetzt eine von diesen Grundformen. Ich habe Angst, irgendetwas zu tun, weil ich könnte ja vielleicht jemanden überrennen mit dieser Power-Energie.
Es ist ein großer Vorteil, wenn man es ja weiß, dass das ja eigentlich meine Angst ist vor der eigenen Machtlosigkeit. Dann kann ich ja auch was ändern. Das ist es ja. Also es macht ja für jeden Sinn, jetzt überall so ein Online-Tool mal einzugeben, wo er geboren ist, in welchem Ort, welche Zeit. Fällt das, noch was? Ja, Geburtsdatum? Ja, der Tag, die Uhrzeit und der Ort. Genau. Ja. Damit er sieht, aus Sicht des Saturns, wo steht er im Bereich der Angst, oder? Also in welchem Haus? Ja, und es ist so, also grundsätzlich mal ganz wichtig, wir können angstfrei werden. Das ist ganz wichtig. Saturn ist ein Symbol für, wie gesagt, für die Grenze. Bis wohin wage ich mich vor? Ja, und wo darf ich weiter lernen, um Grenzen zu überwinden? Und wenn wir das erkennen über ein Online-Tool zum Beispiel, also wir können auch, wir haben auch einen Horoskop-Dienst, man kann auch bei uns sich dann zum Beispiel... Auf deiner Homepage? Auf der Homepage kann bei uns im Shop. Nein, kann man das bestellen, wir machen das manuell. Ah, ja? Gut. Auch dann hat man eine professionelle Auswertung. Ja, ja, also man muss ein bisschen gucken, zu welchen Online-Anbietern man geht. Ja. Okay. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr spannend, wenn man sieht, aha, ich sehe jetzt bei mir in meinem persönlichen Dasein den Raum oder die Energie, die eher ja, zurückhaltend, vielleicht bis zur Blockade gelebt wird oder eben nicht. Weil es gibt immer drei Möglichkeiten. Das kennst du auch, das kennen wir alle. Entweder gehen wir in die Kompensation, in die Überkompensation, dann bei Widder zum Beispiel, dann power ich extrem, ja, oder ich gehe in die Hemmung. Dann gehe ich total nach innen und gehe gar nicht mehr irgendwie gar nicht mehr aktiv. Oder der dritte ist dann die Starre, ne? Die Körperstarre. Wir kennen das von den Tieren, wenn sie dann entweder in den Angriff gehen, ja, oder sie ziehen sich ganz zurück, oder sie gehen in die Starre. Und das sind so die Möglichkeiten, wenn wir es nicht wissen, dass wir intuitiv oder auch unbewusst so oder so oder so handeln oder nicht handeln. Und spätestens dann, wenn zum Beispiel ein Kind in die Depression gehen sollte, spätestens dann würde ich mal ganz genau gucken, was läuft da eigentlich. Ja. Also man kann ganz viel nur allein über die Position vom Saturn im Horoskop erahnen oder erspüren, was diesen Menschen ganz tief innen drin beschäftigt, als Überwindung. Ich sollte in die Handlung gehen, jetzt mit Widder, aber ich traue mich nicht, weil... Es könnte ja sein, dass die anderen mich wieder zurückbinden. Und das schmerzt. Und keiner hat Lust auf Schmerz. Ja, ich habe gesehen, im Buch hast du natürlich seitenweise beschrieben, die einzelnen Seiten, also die einzelnen Sternzeichen mit dem Haus und die Angst wirklich formuliert, wie sie sich persönlich zum Ausdruck bringt und wie man da auch wieder rauskommt. Ja. Also es war sehr, sehr spannend. Aber Voraussetzung ist wirklich, die Leute müssen zuerst ihre Uhrzeit wissen. Ja, wenn sie ja. die Uhrzeit nicht wissen, wie genau ist es dann? Gibt es da starke Abweichungen? Ja, ja. Also auch alles ganz unterschiedlich. Also es kann starke bis auch weniger starke. Es kommt immer darauf an, wo hat jetzt gerade Planet Erde sich wie gedreht? Mitunter dreht sie sich schneller, die Kugel, und mitunter weniger schnell. Aber heute weiß man das ziemlich, ziemlich genau schon. Also die Daten werden auch aufgeschrieben, die Geburtsdaten. Es besteht übrigens die Möglichkeit, auch die Geburtszeit, wenn sie nicht vorhanden ist oder nur abweicht oder unsicher ist, dass wir das auch korrigieren können. Also das ist ganz was Faszinierendes. Dann drehe ich am Zeitrad. Und dann brauche ich aber natürlich Hinweise von diesen Menschen, Ereignisse, die effektiv stattgefunden haben. Okay. Also ganz physisch, ne? Und dann kann ich tatsächlich die Uhrzeit korrigieren. Das ist ganz, ganz simpel, aber doch sehr aufwendig. Mhm. Aber ist es möglich? Okay. Ich erinnere mich nur bei der Geburt von einer Tochter, da hat mir der Arzt dann gesagt, wie groß hätten Sie denn gern das Kind? Weil man kann ja, wenn die Beine noch so sind, strecken, dachte ich so, Herzen. Okay, ich gehe mal davon aus, die Zeiten stimmen. He? Ja. Gut, wir haben die Angst vor Armut. Das steht jetzt der Stier im zweiten Haus, ja. Die Angst vor Armut. Ja, wenn wir jetzt von den 12 Grundformen sprechen. Die erste, wenn der Saturn im Zeichen Widder sich befindet. Und wie gesagt, das dauert immer 2,5 Jahre. Nur so am Rande, wenn wir von Schulen sprechen, von Schulklassen, sind wir ja in unserem Gesellschaftssystem, sind die ja alle ein Jahrgang. Ja, es sei denn, man ist jahrgangsübergreifend. Aber in diesem einen Jahrgang, und das ist ganz faszinierend, hat eine ganze Jahrgangsgruppe, also eine ganze Schulklasse, dasselbe Angstthema. Wieso? Weil die alle im selben Jahrgang geboren sind. Und Saturn stand dann in dem Zeichen zum Beispiel. Ach, das ist eine Grundform. Das ist eine Grundform.
Es sei denn, es kommen jahrgangsgemischte Klassen, wie sagt man, Schüler und Schülerinnen zusammen. Hm? Also das ist nur für Lehrer, ist das alle Lehrer und Lehrerinnen, ist das also schon ganz ein toller Hinweis, wo man darauf achten darf. Wenn wir jetzt weitergehen, diese Widderenergie, haben wir schon gesprochen, genau. Und dann kommt als nächstes kommt das Zeichen Stier. Mhm. Ja? Und Stier hat mit unseren Werten zu tun. Was ist wertvoll? Also es geht ums Füllebewusstsein, Mangelbewusstsein. Und mit Saturn im Zeichen Stier, wie du es eben erwähnt hast, ist eine Grundform der Angst vor Armut vorhanden. Es könnte nicht reichen. Oder ich fühle mich innen drin, ja, nicht voll genug im Sinne von nicht wertvoll, ein doofes Wort. Aber es ist, man wird so wenig gewertschätzt von außen. Es ist nicht so, dass da irgendwas, die was falsch gemacht haben oder dass die Erziehung nicht gut gelaufen ist, sondern das sind Systeme, die sich so fügen, dass höchstwahrscheinlich mal zum Beispiel kein Lob da war, ja, dass der Stress im Vordergrund war. Und erst wenn du eine tolle Zensur machst, dann kriegst du den Lolli, ja. Also belohnen durch, also das wertschätzen durch Belohnung, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Klassiker, der so viel Schmerz verursacht hat. Und die Angst, die dann bleibt, ist, ich muss aufpassen, dass ich gut bin und ich schaffe es nicht und ich könnte es nicht schaffen. Oder entsteht die Angst, ich könnte tatsächlich, es könnte nie reichen. Ist das auch eine vom Sternzeichen, also die Leute, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt ein Stier sind im Sternzeichen, als Hauptausrichtung, heißt es nicht, dass jetzt das, was wir jetzt da gerade erklären, dass die Angst von Armut irgendwie ein bisschen in den Genen haben, sondern nur aus der Sicht vom Saturn. Ja, falls Saturn im Zeichen Stier sich befindet. Wenn ich jetzt im Zeichen Stier geboren bin, Sonne im Zeichen Stier, kann ich aus Füllebewusstsein heraus sprießen, ja. Aber mit Saturn geht es um die Einschränkung. Und das ist spannend, wenn wir das sehen können. Wir können es so früh und so schnell unterstützend da sein. Da würde ich sofort jemandem auch sagen, loben Sie das Kind bitte. Ja. Und dass Sie das Kind jetzt in all seinen eigenen Talenten, Stier, unterstützen. Nicht, dass es dann Angst bekommt im Sinne von, ich habe so Freude, das und das zum Beispiel zu manifestieren, oder irgendwas zu basteln oder etwas zu kreieren. Und die anderen sagen, war noch nicht gut genug, musst du noch besser machen. Aber Angst ist ja eine Emotion. Kannst denn du eigentlich aus dieser Sicht her alle Emotionen herauslesen, astrologisch? Ja, zum ja. Beispiel die Freude, das Glück oder die Liebe. Ist das alles aus der Sicht vom Saturn her zu betrachten? Oder? Also Saturn ist von der Betrachtungsweise schon der, sagen wir so, ein Tough Guy. Hä? Weil die Information, die erkennbar ist, ist wirklich, ich komme immer wieder mit dem Thema der Grenze. Ja? Wie weit kann ich mich verausgaben? Und wo habe ich ein ganz natürliches inneres Gefühl, hier geht es nicht weiter oder hier darf ich noch perfektionieren. Wir sind alle unsicher, irgendwo. Und Angst ist eine Emotion, genau. Es ist kein Gefühl, es ist eine Emotion. Die habe ich gelernt. Die habe ich antrainiert bekommen, die kann ich genauso verlernen. Die kann ich abtrainieren. Was ich nicht verstehe, ist, wieso weißt du das? Oh! Wieso weißt du jetzt, dass das die Angst vor der eigenen Machtlosigkeit oder die Angst vor Armut, wie kommt man auf diese Interpretationen aufgrund dieser Sternenkonstellation? Weißt du, wir haben hier mit einem Instrument es zu tun, das ziemlich alt schon ist. Also alt im Sinne von viele tausende Jahre, über 4.000, 5.000 Jahre, ist in diesem Bereich sehr viel beobachtet worden. Und im letzten Jahrtausend, kann man sagen, ist die psychologische Betrachtungsweise dazu gekommen. Dann ist die spirituelle Betrachtungsweise dazu gekommen. Wir haben uns ja unser Bewusstsein immer mehr erweitert auch. Und die Astrologie selber ist eine Symbolsprache und wird sich dadurch immer weiterentwickeln, dass wir beobachten. Und ich kann dir sagen, ich habe so viel in meinen, was sind das, fast 30 Jahre jetzt, so viel Selbstbeobachtung gemacht. Ich bin auch die Forscherin, ja. Ich packe die Sachen immer gerade an und gehe immer rein und forsche und finde raus und suche und vernetze und habe so viele Menschen betreuen dürfen. Und immer wieder, ich habe es ja gerade in den Anfängen, wo ich anfing mit der Astrologie, immer wieder gestaunt. Ich dachte, wow, diese Symbolsprache, die sitzt, wenn man sie beherrscht. Die sitzt, weil das sind Erfahrungen, auf denen wir aufbauen.
Und dieses Know-how ist über Jahrtausende geschöpft worden. Da müssen wir müssen nicht jedes Mal wieder bei A und B anfangen, sondern wir schöpfen aus einem Pool von Know-how. Und allein das Gespräch mit Kunden und mit Menschen und mit Leuten, die das lesen und so weiter, die Rückmeldung, es ist so, was soll ich sagen, es ist eine Urinformation. Also wenn ich jetzt 3 oder 5 Profi-Astrologen hier hätte, die über 30 Jahre gearbeitet haben und genau so eine Frage stellen würden, würden eigentlich alle 5 mit ziemlicher Sicherheit die gleichen Aussagen treffen. Ja, mit einem Unterschied. Je nach Bewusstseinsstufe. Mhm. Einer schaut vielleicht mehr auf den Aspekt der Angst, der andere vielleicht mehr auf das Erweiternde. Ja? Das ist noch ganz eine gute Frage, weil all die Jahre wurde diese Saturn-Energie in der klassischen Astrologie als der sogenannte Übeltäter angesehen. Man muss ja immer einen Übeltäter haben, dem man die Schuld geben kann. Ne? Das ist auch bei den Planeten so. Und das Konzept ist schon längst überholt. Wir sind heute bewusstseinsmäßig nicht mehr unterwegs in Schwarz und Weiß, ja, in Gut und Schlecht oder in Böse und Gut. Aber das war jahrelang, jahrtausendlang war das ein Weltbild. Und Weltbilder ändern sich. Und so haben alle Astrologen, wir sind alle geschult in dieser Sprache, wir wissen alle, was Saturn-Energie bedeutet. Nur jeder bringt es mit seinen eigenen Worten, mit seiner eigenen Bewusstseinsstufe, mit seinen eigenen Erfahrungen in eine Interpretationsform. Aber wir sind alle von der Grundinformation, wissen wir alle, um was es geht. Das ist in jedem Beruf ja so, auch in jedem Handwerk. Das ist, wenn du mit Kameras unterwegs bist, du weißt, wo der Ein- und Ausschaltknopf ist. Ja. Aber wie du nachher das Bild führst, das ist individuell. Wenn ich nochmals nachfrage, und zwar, ich habe jetzt da eine Person im Kopf, die unglaublich introvertiert ist. Mhm. Würdest du jetzt hier auch aus der Sicht vom Saturn schauen, wo sie da ein Gefühl hat, was sie da irgendwie in die Angst bringt, sich zurückzuziehen, in ihren Kern zurück? Also introvertiert muss nicht unbedingt heißen Angst. Mhm. Das kann ein Temperamentsthema sein, ja, dass man gerne introvertiert ist, sich gerne zurückzieht. Es gibt introvertierte Energien, wo man sagt, ja, ich bin jetzt nicht die auf der großen Bühne jetzt sein muss, sondern es gibt viele Menschen, die im stillen Hintergrund arbeiten und gerne dort sind und sich gerne zurückziehen. Also da geht es erstmal darum herauszufinden, was geht es eigentlich wirklich? Geht es um Liebeskummer oder geht es wirklich um knallharte Angst? Und Angst spüren wir ganz stark, das weißt du auch, im Körper, in dem Moment, wenn wir kontrahieren. Ja, wenn alles kontrahiert. Also normalerweise sind wir ja ganz locker, aber wenn wir plötzlich in der Angst sind, magst du dich erinnern an 9/11, als die Türme crashten, da sind die Kameras auf die Menschen in der Straße gegangen und die standen alle da im Schock, Mund offen, gucken nach oben und die Welt atmete nicht mehr. Man steht dann so im Schock und da geht gar nichts mehr. Und dieser Moment der totalen Starre, das ist die Angst. Und das muss nicht introvertiert sein. Deswegen, wenn jemand introvertiert wäre oder depressiv oder vielleicht auch melancholisch, würde ich erstmal das Gespräch suchen. Also überhaupt sowieso immer erstmal das Gespräch und herausfinden, um was geht es wirklich. Okay. War vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich dein Buch jetzt da nochmals anschaue, wo sich ja jetzt einfach aus der Angst das Thema Angst angeschnitten hat, müsstest du eigentlich zu jedem emotionalen Ausdruck irgendein eigenes Buch schreiben? Das kann man machen. Aber genau. Könnte man, gell? Absolut, ja. Also wenn man etwas über Zuversicht, etwas über Freude und so weiter, könntest du eigentlich überall wieder ein Buch schreiben und veröffentlichen. Ja, das ist so. Wenn wir mal weiterschauen, wir hatten jetzt von Stier geschaut. Also es ist ja so sehr, es ist total individuell, das ist das Schöne. Deswegen liebe ich auch so diese Arbeit. Immer wieder ganz neu schauen, was ist jetzt diese Auslegeordnung, die kosmische. Und was darf der Mensch, ja, der gesegnet ist mit diesen Energien, zum Beispiel lernen. Und wir hatten jetzt von der Angst vor Armut gesprochen oder im Zeichen Widder hat man gesagt, vor der eigenen Machtlosigkeit, Armut im Zeichen Zwillinge. Oder wie auch bei dir Haus 3 entspricht auch dem Zwilling gezeigt, die Angst, nicht verstanden zu werden. Ja, hatten wir auch schon angesprochen. Dann im Zeichen Krebs. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich weiß gar nicht. Ja, weißt du, wir hätten schon. Wir können auch eine zweite Sendung machen. Ich stelle aber einfach fest, es ist unglaublich komplex. Also wenn ich jetzt nicht als Zuschauer zu Hause vor dem Fernseher sitze und genau weiß,
wo ich mein Haus habe, dann kann ich jetzt gar nicht reflektieren, wo ich jetzt eigentlich beim Thema Angst bin, was eigentlich der Spiegel ist für mich. Ja, deswegen Weil am ich besten. Weiß es, mein Haus. Ja. Und ich sehe ja den Spiegel und ich sehe, das ist, stimmt zu 100% und das ist ja das, was mich fasziniert. Aber die Zuschauer können das jetzt eigentlich nicht eins zu eins miterleben, weil sie die meisten nicht wissen, wo ihr Haus steckt. Ja, es ist ganz einfach. Man kann, wie gesagt, das Horoskop für sich mal rauslassen. Das sollte sowieso jeder tun, der ein bisschen mehr sich öffnen möchte gegenüber den kosmischen Zusammenhängen. Also das Horoskop gehört einfach dazu heute. Also viele Leute haben das auch schon. Es gehört auch gar nicht in den Bereich Lifestyle, sondern das hat mit Bewusstseinserfahrung zu tun, Entwicklung. Und dann kommt es auf die Jahrgänge drauf an. Die Jahrgänge, ja, wo wir sehen, okay, Jahrgang 1962, 63, das war jetzt Saturn im Zeichen Wassermann. Und so kann man dann ganz so eins nach dem anderen dem auf die Spur kommen. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass wir hier wie auf dem Servierbrett hier ein Kochrezept abliefern und die Leute müssen nur konsumieren. Also das ist Astrologie schon mal nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich es vermittle. Das ist ein Weg. Ein Weg der Erkenntnis. Aber wenn wir beim Weg der Erkenntnis sind, dann ist jetzt eigentlich die Erkenntnis zu finden, was ich für ein Typ bin mit meiner Angst, mit meinem Bezug. Ja. Und könnte eigentlich sehr, sehr gut über die Astrologie hier einen Spiegel sehen, wo ich meine Angst habe. Ja. Und wenn ich es weiß, auch entsprechend, könnte ich natürlich eine andere Ausrichtung wählen, um diese zu bestehen. Ja, ja. Und das denke ich, meine, ist der Buch ein guter Schlüssel? Aber eben auch da, ich hatte das Buch gelesen und wusste nicht, wo mein Haus ist. Da habe ich nur Wassermann gesehen. Und das war natürlich alles falsch, logisch. Also es ist schon für einen Anfänger gar nicht so einfach, sich mit Astrologie zu beschäftigen. Aber ja, gut, dafür sind wir ja da. Ja, Gott sei Dank. Und es gibt im hinteren Teil vom Buch eine Tabelle mit den Jahrgängen, wo man sehen kann, aha, eben im Jahr 1969 zum Beispiel stand Saturn in dem und dem Zeichen. Und so kann man anfangen, da einzutauchen. Ja. Ja. Aber es braucht auch die Offenheit zu sagen, ja, jetzt möchte ich forschen. Und was gibt es Faszinierendes, als zunächst einmal über sich selbst zu forschen? Klar, ich meine, jetzt ist Lockdown, wir haben alle Zeit, uns damit zu beschäftigen, auch mal zu sehen, wo steckt unsere Angst. Und wenn wir das wirklich auflösen, liebe Damen und Herren, ich höre immer wieder aus der Medizin, insbesondere aus der Psychoneuroimmunologie, wie bedeutsam und wichtig es ist, dass wir keine Angst haben, denn Angst schwächt unser Immunsystem, unser Abwehrsystem, es macht uns krank, es macht uns anfällig. Und genau das sollten wir in diesen Zeiten ganz bestimmt nicht forcieren, sondern schauen, dass wir da darüber stehen. Und ich glaube ganz bestimmt, dass diese Astrologie uns hier einen ganz, ganz wertvollen Beitrag leisten kann, dass wir aus der Angst herauskommen. Ja, aber zuerst müssen Sie wissen, wo Sie Ihr Haus haben und dann können Sie das Buch lesen oder eben sich mal wirklich selbst damit beschäftigen, was reflektiert der Saturn in Ihrem Haus. Und wenn das auch eins zu eins stimmt wie bei mir, dann kann ich nur sagen, das ist einfach phänomenal. Liebe Silke, die Sendezeit ist jetzt wirklich durch. Ich glaube, das Thema Angst können wir so mal stehen lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eine weitere Sichtweise auf diese faszinierenden Dinge. Und ich kann mir kaum vorstellen, was alles in deinem Kopf drin ist. Wirklich. Das ist ja unglaublich. Danke herzlich. Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.